was ich eigentlich immer mein ganzes Leben lang nur wollte. Ich wollte immer nur gut essen und gesund leben. Gut essen und gesund leben? Darf Ihnen die heutige Speisekarte? Bevor Sie weiterreden, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass ich keinen Wert lege auf die üblichen Kellnerphrasen. Ich wünsche absolute Ehrlichkeit. Sehr wohl absolute Ehrlichkeit. Was können Sie mir empfehlen? Heilfasten. Sehr gut, Sie haben mich gut verstanden, ja? Aber ich habe Hunger. Den haben Sie mit Millionen gemeinsam. Ja, nur dass ich im Unterschied zu diesen hier in einem Restaurant sitze. Sehr wohl. Das klang so wie Ihr Pech. Unser Küchenchef empfiehlt heute... Was empfehlen Sie? Keineswegs unseren Küchenchef. Sehr schön, sehr schön. Ja, ja. Gut. Wie wär's am Anfang mit einem kleinen Salat, nicht so was? Sehr schön, wenn Sie Quecksilber im Thunfisch nicht stört. Danke, dann vielleicht ein Heringssalat. Für mich darf er ruhig ungebleicht sein. Sollten Sie die Ölpest herausschmecken. Ja, danke. Ich überhöre da allerdings nicht einen gewissen Vorwurf gegen die Ölschiffe. Was soll ich denn machen? Soll ich vielleicht an Land fahren? Selbst in der Industrie tätig und weiß, wie wichtig Öl für die Industrie ist. Auch für Ihre Küche. Wir werden direkt beliefert. Dann vielleicht eine Portion Schwarzgeräuchertes? Sie wissen nur, dass die Schwärze keineswegs mehr von Rauch kommt, sondern von Rust. Sollten Sie allerdings schon ein Karzinom haben. Danke. Machen Sie mir ein Omelette und einen Schluss. Sie wissen nur, dass die Eier von jenen Hühnern stammen, über die kürzlich das Fernsehen in so aufschlussreicher Weise... Danke. Aber Sie sollten den Hühnerhaltern jetzt keinen Vorwurf machen, auch nicht den anderen Unternehmern der Lebensmittelbranche. Es handelt sich da ganz gewiss um rationelle Maßnahmen zur Erhaltung von Arbeitsplätzen. Es geht doch um den Ihren. Sehr gut. Ich wünsche aber dennoch weiterhin absolute Ehrlichkeit. Warum wäre ich sonst in einem Restaurant, das sich sonst keiner leisten kann? Hätten Sie etwas einzuwenden gegen einen schlichten Schweinebraten mit Gemüse und Kartoffeln? Sie wissen nur, dass unsere Kartoffelkeime mit radioaktiven ionisierenden Strahlen behandelt wurden. Die Rolle der Hormone, Tränkeweiß und Antibiotika in der Schweinezucht. Das schreckt mich nicht, das rechnet mir mein Professor auf meine übrigen Medikamente an. Sind in Ihrem Schweinefutter allerdings auch jene Zusatzstoffe enthalten, die den Schinken zwar saftig und rosa erscheinen lassen, die die nötige Eiweißsynthese aber verhindern? Wenn Sie jene meinen, die kürzlich bei Versuchsratten zu Gedächtnisschwund führten, ja. Ich danke Ihnen für Ihren ausgezeichneten Service. Unser Haus ist bekannt dafür. Sollten Sie sich zu einer anderen Speise entschließen wollen, wir haben fast überall das durch Adrenalin gebundene Wasser herausgepresst, auch in den Beigaben von Arsen und Blutplasma. Ich lasse diese Mahlzeit aus. Ein wenig Obst vielleicht? Danke, nein. Ich liefere selbst das Gas für die Lagerhallen. Ich stehe in Ihrer Schuld. Was Sie gerne geben. Bitte. Und ich bedanke mich, das ist sehr großzügig. Sie haben sich um meine Gesundheit verdient, erworben. Sehr wohl. Sagen Sie eine kleine Frage. Sie können ruhig offen sprechen. Ja, so wie ich verhalten sich hier viele. Unser Haus wird in der Regel von einigermaßen intelligenten Gästen besucht. Aha, und Sie verdienen auf diese Weise mehr als... Ja. Was sagt denn der Besitzer des Lokals dazu? Ich bin der Besitzer. Als Hildebrand und Schneider von der großen Depression nach 68 sprechen, begehrt Hildebrand auf.